Ja, hallo mein Lieben, der Svenny muss sich ja mal wieder melden. Ja, wie geht ihr denn mit dieser Corona-Krise um? Ihr wisst ja, man ist ja jetzt Maskenpflicht in allen Bundesländern. Der Svenny hat sich auch einen aufgesetzt. Ja, man kriegt ja langsam eine Klatsche hier zu Hause. Meine Aschenbechergläser beschlagen. Ich sehe euch gar nicht. Ja, ich mach das mal lieber ab. Das ist ja so was nachwirkt. Ja, wie gesagt, diese scheiß Corona-Krise, langsam verblödet man hier zu Hause. Man darf keinen Besuch empfangen, man sitzt nur zu Hause alleine rum. Sozusagen, man verblödet hier. Ja, aber ihr seht ja, mir geht es gut. Ne? Soweit, ich hoffe, euch geht es auch alle gut. Und haltet mir weiterhin die Treue. Ich freue mich natürlich immer wieder. Ja, ich dachte mir, jetzt ist es ja schon so lange her, wo ich das letzte Mal mich hören lassen habe. Habe auch schon Anfragen gekriegt, wann ich das nächste Video hochlade. Aber ich hatte euch ja schon gesagt, dass es alleine keinen Spaß macht, hier was zu machen. Und wie gesagt, nach NRW darf ich nicht zu meiner allerbesten Freundin. Durch diese Corona-Krise. In NRW ist es ja am schlimmsten mit dieser Krise. Ne? Aber zurzeit ist es ja überall in ganz Deutschland diese Corona-Krise. Deswegen passt auf euch auf, bleibt alle gesund. Ein bisschen durchgeknallt können wir ruhig alle mal sein. Man verblödet ja hier zu Hause, ne? Man darf ja keinen Besuch empfangen, nichts, ne? Ja, ne? Sonst wird es ein teurer Spaß für uns halt alle, ne? Ja, haltet euch dran, haltet Abstand, ne? Aber bei uns hier ist es so, da halten ja meistens die Leute keinen Abstand. Jetzt sind ja wieder einige Lockerungen, kleine Geschäfte dürfen wieder öffnen. Aber die Leute sind ja so unvernünftig. Das ist auch noch nicht das Letzte. Ich denke mal, der große Knall wird noch kommen. Jetzt haben sie wieder ein bisschen Lockerung gemacht, wieder kleine Geschäfte geöffnet. Aber ich denke mal, der große Knall kommt noch, ne? Wie gesagt, passt auf euch auf, bleibt alle gesund und munter vor allen Dingen. Verliert euren Humor nicht. Das ist ganz wichtig. Svenny verliert seinen Humor auch nicht. Und ich bleibe auch gesund. Ich gebe mir jedenfalls große Mühe. Ja, das wollte ich euch nur mal gesagt haben. Ne? Wie gesagt, passt auf euch auf, alle Mann, und bleibt alle gesund. Und dann hört man sich wieder in den nächsten Tagen mit neuen Nachrichten auf Svens Comedy Club. Tschüss, bis bald, sagt euer durchgeknallter Svenny. Trotz Corona-Krise kann man ja auch mal eine kleine Klatsche haben. Ne? Gut, meine Lieben, dann lasst euch das gut gehen. Wir hören uns wieder, ne? Tschüssi, bis bald, sagt euer durchgeknallter Svenny. Tschüss.